Mache ich das Beste aus dem wenigen, was ich habe, und schau mal, ob immer mehr ein, zwei Takte Total Media erklären kann. Und ich weiß nicht, ob er es braucht, aber ein bisschen gruseliger Zeichen kann ich ihm im Gegenzug vielleicht beibringen. Ja, könnt ihr euch dann gegenseitig lehren am Lagerfeuer? Ablund hat aber sagen, ah, das ist nicht so wichtig, hier, ich lese dir was vor. Und dann liest er dir was aus dem Buch vor, um sich irgendwie abzulenken und ja, irgendwie in Erinnerung auch zu schwelgen, dass er gerade wieder nur das Buch hat, was an diesen Ringgeeks erinnert. Die Sinn, die See, wie auch immer. Immerhin haben wir das Buch. Ja, nach 2 Stunden könnt ihr Torgosch wecken und als Torgosch dann im Zelt wach gemacht wird, kannst du sehen, wie wohl Ignar schon aufrecht in dem Zelt sitzt und du riechst es. Es riecht nach Maschinenöl, nach Schmiede, nach guter Handwerkskunst. Es riecht nach zwergischer Liebe. Es duftet. Und er hat wohl gerade so einen Kamm und streicht sich da gerade so schön durch seinen Bart. Er glänzt, auch wenn das Lagerfeuer nur ein bisschen das Innere des Zeltes erreicht. Aber du bist schlagartig hellwach, wie Ignar da gerade seinen Bart pflegt. Er sieht so gut aus. Na, Torgosch, los geht's, Feuerwache. Ich bin Ja, 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 gerüstet. Entschuldigung, Entschuldigung. Los geht's, ich bin Und dann bin ich Mundart. Eisenmann. Achso, ja, Eisenmann, Eisenmann, richtig, ich bin Stahlmann. Stahlmann, nicht Ignar. Ja, Das genau, habe kommt ich mit auch gleich nur Stahlmann. gedacht. Ja, setzt er sich dann, während die anderen Ömer und Jarlan sich wieder hinlegen können, könnt ihr euch beide hinsetzen und die ganze Zeit streichelt er durch sein Bart. Du schaust ihn dir an. Ist er länger geworden? Sind seine Haare länger? Interessanter, schöner. Zarter, flauschiger, sieht fast so aus, als hätte er 10 Jahre Bart dazu bekommen. Mit jedem Streichen mit dem Kamm durch den Bart wird er länger und länger. Zumindest hast du das Gefühl. Achtest auch gar nicht mehr auf die Nacht, auf die Kälte draußen. Interessiert dich auch nicht. Du siehst noch, wie das Lagerfeuer leicht runterbrennt. Kannst nochmal einen Schalt nachlegen, aber deine Augen sind immer auf dem Bart. Noch 2 Stunden kannst du Abelmir und Iolaus wecken. Ja, ich mach die mal in Rütte, die beiden Magd wach. Habt ihr schon Stahlmanns Bart gesehen? Es ist 10 Jahre Bart nachgewachsen. Schaut euch dieses Prachtwerk an. Ich bin froh für ihn. 10 Jahre? Wie das Feuer darauf Wie fällt. bemisst sich das? Und ich schau dich mal sehr verführt an. Naja, also die Schönheit seines Bartes. Fassbar. Schaut ihn euch aus der Nähe an. Kommt, kommt, steht auf. Was riecht hier so furchtbar? Das riecht nach fast so wie die Schmieden zu Hause. Oh Gott. Ja. Es riecht nach wildigem Fett. Ja, damit der Bart nicht brennt. Ich meine, jetzt wo es so gut aussieht, dann muss er dafür das nicht riskieren. Wie hoch ist eure Magieresistenz, Abelmir? Haben wir den Laus? Sekunde. 6. 11. Ja, Abelmir, du bist zwar nie ein Freund von Bart gewesen, das ist natürlich mit dem Codex. Codex Albiricus hat er klare Worte. Man soll die eigentlich nicht schneiden, aber im Horas reicht, aber rings immer mit dir, aber. Dieser Bart sieht schon ziemlich. Der Bart sieht schon gut aus. Gut, aber so eine Flasche Bosparanja. Ich glaube, wenn der Grolm jetzt neben dir aufschlagen würde, da wäre so eine Flasche auch 10 Dukaten wert. Jetzt hier, mitten in den Bergen, den Hang runtergucken, wenn dann morgens die Sonne aufgeht in deinem Rücken und dann das Tal beleuchtet, der Schnee glitzert, was gibt's da besser als ein Glas Wein? Im Bosparanja, so weit Glasboss. entfernt von der Heimat. Aber nur in einem echten Kristallpokal natürlich. Der kostet mich nochmal 40 Dukaten. Echtes Kristall, du hast auch gesehen, dass sie genau daneben standen. Auch eins in Holzbecher. Wer braucht schon Holz oder Stahlbecher? Aber ne, Kristall hat er auch da. Wie auch immer das dahin passt. Bosparanja trinkt man nur im echten Kristallbecher. Also, ich weiß nicht, was du da vor dich hinfaselst, aber ich gehe jetzt schlafen. Bosparanja. Dieser Geschmack. Ich rede gerade mit mir selbst, Eriseo? rede ich gerade. Eriseo, ich gebe dir so eine Ohrfeige. Du musst Dollar hauen. Was? Soll ich? Nein! Was ist da los? Ah. Du fällst in den Bann, Eriseo. Nicht nur herausragende Illusionisten, sondern auch Beherrschungsmagier. 2 Stunden musst du damit kämpfen, ihn wach zu halten, beziehungsweise dass er nicht wegträumt, Wachträume hat, die er hat.
Die einzige Regeneration, die ihr irgendwie bekommt, ist, ja, Eisemann hat MR14 und auch, ich muss gerade gucken, Iolaos hat eine hohe MR. Dementsprechend könnt ihr mit einer, weil euch 2 Stunden Schlaf fehlen, könnt ihr dann mit 1W6-2. 1W6-2 könnt ihr regenerieren. Könnt ihr mal eine Wildnislebenprobe in der schmeißen, wenn die gelingt, dann ja, soll es so bleiben. Und die anderen dürfen einfach nicht regenerieren. Einfach nein. Das ist okay, das war die Wurst wert. Wachträume. Es hat die ganze Zeit mit wässrigem Mund aufgewacht. Hat noch kurz irgendwie nach dem Partner gegriffen, ob der noch irgendwie gerade, ja, vielleicht was entbehren kann. Ich versuche die ganze Zeit immer wieder Alrisio wach zu schnipsen. Euer Jezorn steigt um 2 Punkte. Außer bei Iolaos und beim Zwerg. Da steigt er nicht. So langsam, ihr hattet echt wenig Schlaf. Aber die ganze Reise kotzt euch an. Es ist kalt, eure Kleidung ist nass oder kalt und eingefroren. Ihr habt einfach keinen Schlaf bekommen, der Grollen ist nicht da. Ihr müsst irgendwie nach Yol'Gurmak. Warum macht das Dexter Nemrod nicht selber? Es kotzt euch einfach nur an. Hat ja nicht mal die Zeit, uns selbst den Auftrag zu geben. Kann man das glauben? Dann auch noch mit irgendwie so einem stinkenden tunamidischen Bettler, mit 2 Magiern, die nicht wissen, wie man ordentlich den Kampfstab führt. 2 stinkende hey. Zwerge, die beide sich dann irgendwie noch den Bart eingerieben haben. Der eine mit fettigem Öl, der andere mit Waffenbalsam. Sie stinken einfach widerlich. Sie schwitzen Öl aus. Na gut, der schmächtige kleine Torwale, der sowieso niemandem helfen kann, mit seinen 2 Eseln, die alle 10 Meter stehen bleiben und nur noch IA rufen. Und der Ritter, der nicht mal richtig reiten kann, der sein Auge in der Schlacht verloren hat und sein Pferd, was auch einfach nur alle 5 Meter stehen bleibt und nach irgendwelchen Leuten beißt. Es kotzt euch einfach an. Verdammte von Wörtlings, nächstes Mal können die ihre Familiengeschichten selber klären. Warum sind wir nochmal auf diesem Scheißpfad unterwegs? Ludolf von Wertling gesagt hat, mach das bitte. Und ich habe natürlich sofort gesagt, ja, natürlich machen wir das. Um einen Verräter zurückzubringen. Wir haben uns noch nicht mal genug Geld dafür bieten lassen, um genau zu sein, nur ja, wir werden bestimmt dafür los und reich und so, ganz toll. Also wenn alle Magier hier mir einen Fallen tun wollen, haltet ihr einfach den ganzen Tag die Fresse. Das wäre schon mal ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Genau, die Zwerge auch. Das muss nur kurz gewachsener Stummel da unten gerade sagen. Die Torwalerin fährt erstmal laut an zu rülpsen. Hat wohl gerade den Wein, den Dubioso-Wein von Ragnar noch getrunken. Und sie stinkt auch ganz schön nach Alkohol. Und sie stinkt auch ganz schön nach Torwaler. Meine Güte, du komischer Ritter. Du kannst als Erster die Fresse halten. Fühlt sich nur, weil er größer als 1,20 ist, könnte er kämpfen. Ja, das Einzige, was du platt machst, sind alte Männer im Wald. Entschuldigung, in den Bergen. Oh, ich hasse euch alle. Und dann gehe ich erstmal weg und hau gegen irgendwas. Ja, der nächste Tag, den ihr dann seht, nachdem ihr dann Zelte wieder abgebaut habt, alles eingepackt habt, auf die Schlitten verladen, auf die Esel verladen. Der Tag ist anstrengend. Wieder einmal, ihr merkt schon, wie eure Konstitution zwar ein bisschen besser wird, aber wirklich erholen tut ihr euch ja auch nicht. Reise ist natürlich anstrengend, der Pfad wird immer schlechter, immer mal wieder ein Tal, was euch dann hier zugute kommt, dass ihr da ja auch wieder Steinböcken Ausschau halten könnt. Also genug zu essen wäre da, wenn man weiß, wie man jagt. Aber zurzeit habt ihr ja noch ziemlich viel Nahrung aufgeladen. Gut, wenn jetzt die Esel sterben würden. Aber das sind Gedanken, die man sich jetzt noch nicht machen muss. Und so zieht ihr weiter. Jagen gehen. Ich habe zwar keinen Bock dazu, aber jetzt haben wir noch die Zeit. Los. Ich meine, wir haben einen Esel voller Fleisch. Meinst du, wir kriegen da noch mehr drauf? Meinst du, weil in den scheiß schwarzen Landen laufen nicht irgendwelche Tiere rum, die kacke sind? Ach scheiße, ich hab doch auch keinen Bock. Ich gehe jetzt erstmal Speerfischen, da seid ihr wenigstens nicht. Gut, ja, ich gehe in die Richtung jagen und du gehst in die andere Richtung. Ja, ich wäre bestimmt nicht in die andere Richtung mit dir mitgegangen. Erst willst du aber geglaubt haben. Ja. Pass auf, dass du nicht versehentlich wie ein Bock aussiehst auf dem Weg. Ich muss übrigens prüfen, ob ich gestern einen Fall verloren habe. Dann habe ich nicht. Mit der 20? 1? Was? Nee, auf 3 bis 5, auf 2 wird 20. Okay. Ja, und so trennt ihr euch. Die Jäger gehen in die eine, in die andere und noch in eine andere Richtung. Der eine schlägt sich wieder ein Stück vom Eis auf.
Würfelt mal auf Sinnschärfe Probe plus 10. Alle? Überaus harmonisch alles. Könnt ihr gerne alle machen. Ist auf welchen Sinn? Ist Theoretiker geworden, oder was? Sicht. Ah, nicht geschafft. Da ist die plus 10 nicht eingetragen. Oh, ja. Ich habe auch für den Singen gerollt, das ist ja interessant. Oh, ich habe auch Singen gewürfelt. Moment, ich würfe mal die nicht Singen. Aber ich habe fast die plus 10er Probe Singen geschafft. Also aber Sinnschärfe klappt dann mit plus 10. Bei mir auch. Wir haben im Ring mal wieder beide unsere Pechjagd geschafft. Dann dürfen Abdulon Ömer und Ragnar bzw. Starkert einmal Tierkunde werfen. Während die anderen beschäftigt sind und vor sich hin grummeln. Ihr werdet immer noch von Wölfen entfernt, beobachtet, weiß, ziemlich gut getarnt und laufen euch hinterher, trotten da wohl. Zumindest sind es zwei, die ihr auf den ersten Blick sehen könnt. Aus der Entfernung. Zumindest seht ihr da die Augenpaare, ja. Was für eine Farbe haben die tagsüber? Weiß. Weiß? Struppig, zottig. Okay. Ihr könnt sie aber nicht heulen hören. Sie sind einfach viel zu leise. Das ist das, was dir vor allem auffällt. Wie weit sind die von uns weg? Über euch in den Felsen. Mal ungefähr 60 Meter entfernt. Dann wieder auf einem Vorsprung. Direkt über euch. Kannst auch noch die Schnauze sehen, wie sie sich da gerade zurückzieht. Luft wittert, aber du kannst kein Knurren hören. Ab und zu vielleicht mal eine Spur, die dir auffällt. Wenn die da genau über mir an so einem Felsvorsprung sind, würde ich mir einen faustgroßen Stein nehmen und den da hochwerfen. Meine Fresse, verpisst euch endlich! 60 Meter Steinwurf. Respekt. Hä? Er hat doch gerade eben gesagt, wenn der vor mir ist. Genau. Also wirfst du ein bisschen nach oben, klackert vielleicht das ein oder andere Mal, kannst du mal ein W20 würfen, vielleicht triffst du sogar. Verschwindet der Stein hinter dem Felsvorsprung, kannst ein leises Knurren hören. Erinnert dich ein bisschen an elfisches Knurren oder zweistimmiges Knurren. Wie auch immer du das deuten magst. Ich deute das gar nicht, dafür bin ich viel zu genervt. Was tut der, Starkert? Abdullah wirft auch mal zwischendurch. Diese Stein, verpiss dich. Diese scheiß verfickten Wölfe folgen uns schon wieder. Wirklich? Ach, wo denn nur? Da oben war gerade einer. Mhm. Ich warte mal, bis er wieder auftaucht. Ja, wenn du mal wieder genauer hinsiehst, hast du natürlich eher weniger dann den Nerv zu, eher mit der Jagd beschäftigt. Wolf schmeckt jetzt nicht so gut, du hast dann eher die Lust auf Steinbock, aber auch die Tiere sind, wenn du dann dich auf die Jagd konzentrierst, aufgescheucht, die Steinböcke. Du kannst dann aber auch einen zweiten schießen, zumindest vermute ich das. Ich habe deinen Wurf jetzt nicht mehr gesehen. Neun über und immer auch. Gut. Ja, also kannst dann auf alle Fälle noch einen aufgescheuchten. Er läuft dir gerade, geradewegs läuft er auf dich zu, als ob er gerade gehetzt worden ist. Läuft er in deine Richtung. Du musst nur einmal kurz zustechen und dann ist er auch schon vor dir auf dem Boden. Kannst noch sehen, wie da gerade zwei Wolfsköpfe sich wieder zurückziehen. Waren da wohl gerade wieder ein Pärchen unterwegs. Dann machen wir jetzt ganz vernünftig. Ich möchte mich auf die Lauer legen nach dem Vieh. Sehen wir alle jetzt diese Wölfe? Wenn ihr genauer hinseht, könnt ihr sie erkennen. Oder? Weißes, zottiges Fell. Ich möchte nochmal wirken. Ja, und ich möchte drauf schießen, wenn man ihn sieht. Oder er hat die Reichweite 7 Meter. Ich sag's dir jetzt noch einmal, aber kannst gerne würfeln. Gut, wie weit sind die? Ach, du sagtest jetzt 60 Meter. Nicht, in der Entfernung. Sie pirschen, sie hetzen, sie jagen. Stimmt. Sie werden sich erst einmal nicht offen zu erkennen geben. Hast die Reichweite wieder das Problem. Vergiss mal, dass das Ding eine Reichweite hat. Für ihn ist die Reichweite das Problem, aber kriege ich sie vor den Bogen, oder? Ja, kriegst du. Okay. Dann warte kurz. Jetzt mit der Reichweite 60 Meter, sagst du. Sorry, ich finde meine Tabelle nicht. Einfach mal ein W20 schmeißen und dann soll das wohl mit ein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus.
Ich warte dann, wenn er irgendwo zwischen zwei Steinen hockt, warte ich, bis er mal wieder den Kopf rausstreckt und dann wird ein Pfeil in seine Richtung geschickt. Jault er, wenn er getroffen wird? Er knurrt auf und du siehst, wie ein Wolf, ein zweiter Kopf, der dran hängt am Körper, auf dich zusprintet und er springt dich an. Oh, Flucht, über 60 Meter. Ja, läuft auf dich zu. Wie gesagt, plötzlich siehst du noch, wie ein zweiter aus dem Schnee ausbricht und plötzlich sind da weiße Hetzer. Ja, ziehen wir mal unser Schwert. Oh Mist. Gut, die anderen sind natürlich etwas entfernt, aber ich glaube, den Kampf würfeln wir beim nächsten Mal aus.